Also es gibt wirklich zwei sehr, sehr wichtige Aspekte, die Sie nicht außer Acht lassen dürfen. Das ist einmal das, was ich eben erzählt habe, also Aufbau und Betrieb Ladeinfrastruktur. Weil Sie werden einfach keine Flotten elektrifizieren können, wenn Sie nicht vorher die Ladeinfrastruktur aufgebaut haben. Und das dauert, wie ich eben auch gesagt habe, gerne mal Monate, bis das fertig ist. Und Sie dürfen auf jeden Fall nicht vergessen, auch die Mitarbeiter absuchen, weil klar ist ein E-Fahrzeug auch ein Fahrzeug, aber es fährt sich anders als ein Verbrenner. Sie müssen ein paar Aspekte betrachten, die anders sind als bei einem Verbrenner und dann funktioniert das auch. Also nochmal, die Mitarbeiter abholen, genauso wichtig wie die Immobilien vorbereiten. Wir hatten jetzt letzte Woche den 10.000. Street-Scooter im Einsatz. Das heißt, mehr als ein Fünftel der Zustellflotte der Deutschen Post in Deutschland ist bereits elektrifiziert. Und jedes Jahr kommen 4.000 bis 4.500 Fahrzeuge dazu. Also wir kaufen de facto keine Verbrenner mehr für die Zustellung. Und bis 2025 ist das Ziel, die Zustellung komplett zu elektrifizieren. Es sei denn, ich habe noch Zustellung mit zu Fuß, weil die werden wir noch haben, und mit Fahrrädern. Aber wir werden dann keine Verbrenner mehr im Einsatz haben. Wir würden das nicht tun, wenn wir sagen, wir wollen jetzt hier die grüne Post werden. Nein, wir sind die gelbe Post und wir müssen Geld verdienen, wie jedes andere Wirtschaftsunternehmen auch. Man muss jetzt fairerweise sagen, ganz sind die Kosten noch nicht vergleichbar mit einem Diesel, aber fast. Und es gibt immer mal wieder Aspekte, wie auch die Förderung, die eben von der Frau Laudin hier vorgestellt worden sind, von denen wir auch partizipieren. Da haben wir letztes Jahr einen großen Fördercall gewonnen, der uns dann hilft, dann die letzten Punkte oder die letzten Euros, die dann noch fehlen, dann zu generieren.